Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, ist der zurzeit international erfolgreichste deutschsprachige Schriftsteller. Er weiß, wie sich das gute Leben anfühlt. Als charmanter Schweizer und Schriftsteller, Geistes- und Genussmensch. Er ist vielseitig. Als Landwirt erntet er Oliven, als Literat Ruhm und Ehre. Martin Suter. Vom Werbetexter zum Weltliteraten eine märchenhafte Karriere. Er hat den ganz großen Durchbruch auf dem Buchmarkt geschafft. Ein internationaler Star. Er lebt auf Ibiza, in Guatemala und in der Schweiz. Seine Werke werden in 32 Sprachen übersetzt, seine Bestseller verfilmt mit sehenswerten Starbesetzungen sowie Der Koch oder Lila Lila. Herzlich willkommen, Martin Suter. Herr Suter, wenn man einen Schlagerstar ansagt oder einen Schauspieler, dann stehen schon hin und wieder manchmal ein paar Fans vor der Tür hier im Studio und wollen ein Autogramm haben. Ich habe nicht gewusst, dass das auch bei Schriftstellern funktioniert. Doch. Sie sind so erfolgreich, dass man sie auch in Kreisen kennt, die nicht unbedingt jetzt sagen können, ich bin der große Literaturkenner. Ihre Bücher werden gekauft wie warme Semmeln. Ihre Bücher werden gelesen wie verrückt. Und das, obwohl Sie noch gar nicht so lange schreiben. Ja, schreiben tue ich schon sehr lange. Schreiben tue ich mit 16, hat mir der Pater Johannes, mein Deutschlehrer damals, habe meine Aufsätze vorgelesen und dann habe ich gedacht, ah, das ist vielleicht etwas, das ich kann, vielleicht könnte ich davon leben. Ja, und dann sind Sie ausgebildet worden, haben Werbetexte geschrieben, haben Drehbücher geschrieben, Kinofilme geschrieben und. Aber der große Roman, der wurde von Ihnen erst vorgelegt, da waren Sie 50. Deswegen möchte ich allen Zuschauern, die vielleicht in der Midlife-Crisis im Moment sind, sagen, man kann durchaus ab 50 sein Leben noch mal total ändern und damit so einen Erfolg haben wie Herr Suter. Also was ist bei Ihnen passiert? Ich wollte das einfach immer eines Tages sein, Schriftsteller. Und ich habe immer vom Schreiben gelebt. Und weil ich nicht, wie viele meiner von mir bewunderten Kollegen, diese Konsequenz hatte, dass ich sage, jetzt bin ich Schriftsteller mit 22 und lebe davon, weil ich immer gerne ein bisschen gut lebte, habe ich andere Wege gesucht, mit denen ich schreibenderweise Geld verdienen konnte. Was heißt gut lebte? Gut leben heißt, ich habe eine gewisse Schwäche für die schönen und teuren Dinge des Lebens. Das heißt, Sie brauchen Geld. So ist es ja. Weil Sie viel Geld verbrauchen. Ich gebe es immer gerne aus und dann muss ich immer schauen, dass es wieder reinkommt. Und als Schriftsteller, als Junger, wenn man dann mal sein Leben beschrieben hat mit 20, muss man wieder eine Weile leben, um die nächste Geschichte zu finden. Dann waren Sie auch Werbetexter. Gibt es denn einen Werbespruch, der von Ihnen erfunden worden ist? Es gibt einige, aber ich war nicht in ein Werbetexter, der so Slogans fand. Wir haben lange Textanzeigen gemacht. Ich habe dann in den 70er Jahren, war ich einer dieser vielen Texter, der diese Jägermeister-Sprüche, ich trinke Jägermeister, weil erfunden hatte. Davon lebte ich eine Weile ganz gut. Also haben Sie mit Jägermeister auch Ihren Luxus finanziert? Genau, obwohl es nicht mein Getränk war, aber ich habe dann doch, ja, immer. Also was ist denn Ihr Getränk? Champagner. Champagner und Rotwein. Aha. Zuerst ein bisschen Champagner, dann ein bisschen Rotwein. Jetzt muss das natürlich, damit man sich das alles leisten kann, ja auch funktionieren.
Was glauben Sie denn, hat Ihnen wirklich den Durchbruch gebracht? Wo war denn der erste Lektor der Meinung, ich habe hier eine Goldader angezapft? Denn Sie sind ja als Schriftsteller eine Goldader geworden. Ich glaube nicht, dass das ein Lektor je so gedacht hat. Das war eigentlich eher ich, der gedacht habe, ich könnte eine Goldader werden, mal als kleiner Junge. Nein, das war... Ich hatte einen Roman geschrieben, also ich hatte schon früher Romanentwürfe geschrieben, hatte dann einen geschrieben und dem Diogenes Verlag geschickt und bekam dann das Manuskript zurück mit einem Standardbrief in kindlicher Schrift einer Praktikantin unterschrieben, es sei nicht, passe nicht ins Programm. Und habe dann einen neuen Roman geschrieben, das war dann Small World. Und das habe ich mit Hilfe eines Freundes, der dort jemanden kannte, wieder dem Diogenes Verlag geschickt, weil ich wollte unbedingt zu diesem Verlag, weil ich ihn schon immer wunderbar fand und die Art des Verlags, wie ich gerne lese. Und dann da beim zweiten Anlauf hat mich dann der Daniel Kehl, der leider inzwischen verstorben ist, hat mich angerufen nach Guatemala und hat gesagt, ich werde mich stark machen für diesen Roman. Das ist natürlich das Wunderbarste, dass ein alternder, Möchtegern-Schriftsteller am Telefon hören kann. Und das alles wurde Ihnen mitgeteilt nach Guatemala, weil Sie haben ja auch so ein wahnsinnig bewegtes Leben. Sie haben in Guatemala gelebt, Sie haben auf Ibiza gelebt. Auf Ibiza, da denkt man natürlich sofort an die Hippie-Szene und an die Verrückten, die da wirklich Remi-Demi machen, wenn es um das Leben vor allen Dingen in der Nacht geht. Was hat Sie an Ibiza so fasziniert? Also es waren schon mehr die Hippies als die Disco-Gänger. Ich war seit 75 gehe ich dorthin und war noch nie in einer Diskothek. Aber ich habe dort über einen gemeinsamen Freund meiner Frau und mir meine Frau kennengelernt. Ich habe auch in Ibiza geheiratet vor einigen Jahren. Und ja, da kann ich Ihnen helfen, falls Sie danach suchen. Die Jahreszahl. Sie haben Ihre Frau rumgekriegt, weil Sie ihr ein Glas Honig nachgebracht haben. Da haben Sie gut recherchiert, das stimmt, ja. Ich habe einen Freund besucht und kurz vorher war meine Frau bei ihm, die ich dann noch nicht kannte. Die wohnte auch in Basel wie ich und er hat mir diesen Honigtopf mitgegeben, den ich ihr bringen sollte. Und so habe ich sie zum ersten Mal gesehen, das war 1975. Jetzt schreiben Sie zum Teil ganz schreckliche Geschichten. Also Ihr neuer Hit hier, Monte Cristo, Nummer 1 in der Spiegel-Bestsellerliste, überall Nummer 1, ein Riesenerfolg, schreibt ja, da wird ja über Wahrheiten geschrieben, vor der wir uns fürchten, vor dieser Art von Wahrheit. Das heißt, Sie können auch schon ganz schön grausam denken. Sie haben hier ein Buch geschrieben über die Finanzsituation, in der wir uns alle befinden, über die Finanzblase, über die Arbeit der Banker. Sie stellen vieles in Frage und bedanken sich aber im Nachwort bei Bankern, die Sie beraten haben. Waren das Selbstmörder oder? Nein, das waren einfach kompetente Leute, die mir halfen, nicht die Geschichte zu erfinden, aber zu kontrollieren, ob die Fakten, nicht die Fiktion, ob die Fakten stimmen. Aber auf so eine Idee zu kommen, also er hat zum Beispiel die Idee gehabt, dass ein Mensch plötzlich, darf ich so viel verraten? Wenn Sie nicht den Schluss verraten. Den Schluss verrate ich nicht. Ja. Ein Mensch entdeckt plötzlich, dass er zwei identische Banknoten hat, mit der identischen Nummer und geht zur Bank und denkt, einer davon ist gefälscht und kriegt dann auch noch bestätigt, die beiden sind echt. Und daraus entwickelt sich eine Geschichte, die so in unsere Zeit hineinpasst, dass ich Sie jetzt ehrlich frage, legen Sie Ihr Geld noch auf die Bank? Ja, ich darf ja nicht sagen, dass ich es
unter der Matratze habe, sonst ein paar Leute kennen meine Adresse. Ja. Aber ja, natürlich bin ich auch ein bisschen verunsichert, was die Bonität der Banken angeht. Und es stimmt tatsächlich, dass die meisten Banken nicht gut genug finanziert sind und noch immer nicht, obwohl man versucht, das zu verbessern. Und ja, es wäre für unseren ruhigen Schlaf besser, wenn die Finanzierung der Banken ein bisschen besser wäre. Wissen Sie, was ich mir für eine Frage gestellt habe, als ich das Buch gelesen habe, übrigens an einem Stück durch. Ich habe Samstagmittag angefangen und war Sonntag spät Nachmittag fertig. Das ist gut, dass mein Ziel, die Menschen für ein paar Stunden zu untauglichen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen. Ja, das ist Ihnen wirklich gelungen. Und als ich es dann zu Ende gelesen hatte, habe ich mir überlegt, was ist das jetzt eigentlich? Ist das ein Buch, das mich tröstet, weil ich so eine kleine Null bin? Ist das ein Buch, was mir Angst macht vor der Zukunft der Welt überhaupt? Und ich habe mich noch nicht dazu entschieden, das wirklich zu bewerten. Was ist das für ein Buch in Ihren Augen? Ein Erziehungsbuch? Nein, ich erziehe mit meinen Büchern. Ich hoffe, keines meiner Bücher hat je den Eindruck erweckt, ich wolle irgendjemanden belehren oder erziehen. Nein, oder das hat es ja nicht, aber das ist ja das Gefährliche daran. Ja, gut. Für mich ist es ein Abenteuer. Wie alle meine Geschichten sollten ein Abenteuer sein. Ich suche nicht nach Themen oder einer weitergreifenden Moral. Ich suche immer nach Geschichten. Und meine Geschichten fangen an auf der ersten Seite und hören auf der letzten. Sie haben mal gesagt, keinen letzten Satz ohne den ersten Satz. Das stimmt. Ist das für Sie sozusagen eine Selbstmotivierung, wenn Sie ein neues Buch schreiben? Nein, es ist ein Schutz. Ich bin auch in einem Alter, in dem ich mir nicht leisten kann, einen Roman auf Mulde zu fahren. Ich habe das einmal versucht, einen Roman zu schreiben, bei dem ich den Schluss nicht kannte. Und der ist... Das wurde nichts? Nein, der wurde nichts. Das heißt, Sie haben einen Roman mal weggeschmissen? Schon zwei. Können Sie mir nicht die Reste geben? Ja. Und was machen Sie damit? Ja, wir können mal darüber reden unter vier Augen. Was würden Sie denn unserer norwegischen Besucherin von heute für einen Tipp geben, damit sie von ihren Fantasy-Geschichten noch mehr verkaufen kann? Die kann es wirklich brauchen. Also ich bin ja schon auf den Knien, dass sie es überhaupt so im anfangs im Selbstverlag geschafft hat, in die Top 100 bei Amazon zu kommen. Das gelingt mir ganz selten, in die Top 100 bei Amazon. Und wenn, dann nur für eine kurze Zeit. Also das ist schon sehr eindrücklich. Ich weiß nicht, ob nicht sie mich beraten sollte. Also ich werde dafür sorgen, dass Sie sich nach der Sendung noch begegnen. Okay, gut. Herr Sutter, Sie haben auch in Guatemala gelebt. Guatemala verbinde ich immer mit Drogen, mit Rauschgift und mit Indianern. Was ist denn Guatemala überhaupt für ein Land? Guatemala ist ein wunderbares, sehr vielseitiges Land in Mittelamerika, südlich von Mexiko. Es hat karibische Teile, es hat tropischen Regenwald, es hat Hochland. Und es ist nur leider ein sehr armes Land und eines, das wenigstens hat es jetzt demokratisch gewählte Regierungen, aber es ist wie viele dieser Länder ein ausgebeutetes Land, durch Korruption ausgebeutetes Land. So sensibel wie Sie sind, nehme ich an, werden Sie in Guatemala keinen Champagner trinken? Nein, also ich trinke keinen Champagner, aber Cava, den spanischen Champagner, und ich glaube nicht an die Methode, dass man dadurch helfen kann, dass man selber sich
nichts leistet, sondern dass man dafür sorgt, dass sich auch andere Leute etwas leisten können. Also wir zahlen die Ausbildung von sehr vielen Kindern in Guatemala zum Beispiel und trinken dazu ein Glas Cava. Sehen Sie, jetzt haben wir über so vieles gesprochen und so wenig über Ihr soziales Engagement, dass Sie auf die Reihe derer stellt, die sagen, ich habe viel, aber ich gebe auch viel ab. Herr Sutter, vielen Dank, dass Sie uns besucht haben. Danke. Toi, toi, toi für all Ihre weiteren Romane. Sie sind ja abergläubisch und erzählen mir nicht, an was Sie gerade schreiben. Aber es ist bald fertig. Ja. Hier im Zug habe ich schon, lass ich Ihnen schnell zeigen. Ja. Auf der Bahn habe ich wieder daran weitergearbeitet. Tatsächlich? Ja. Und Sie schreiben alles von Hand erst? Nein, nur wenn ich im Zug bin und mir Notizen mache, dann schreibe ich es von Hand. Sonst also den Kalender würde ich Ihnen jetzt gerne klauen. Ja, vielen Dank, Martin Sutter.